Hallo! Ich bin zum Tempel zurückgekehrt. Nach meinem spektakulären Kampfstil von der letzten Folge. Okami-dono. Yoku mairaremashita. Hyōtan no tane to kore ka? Hai. Sore o kochira ni. Tane o hyōtan ni uetsukemasu. よし。これで薬水の傘が増すでしょう。妙な薬だ。妙ですか。うん。悪い気はしません。貢献があれば、奇妙と思うことでも勇んですべし。それが我が師道元の教えですので。そうか。 氷炭の種を見つけたならば、また持ってきてください。薬水のかさ増しをしましょう。白いあざは生まれつきではない。ならば、流飲を受けた者に現れるということか。あるいは、傷。Also, das hatten wir ja schon. So, dann gehen wir wieder zur Mauer. Oh, mal gucken, ob hier noch irgendwo jetzt mal ein neues Rastplätzchen ist. Hier ist ganz schön was los. Das war knapp. Auf den werde ich wohl nicht raufspringen können. Wenn die in Alarmbereitschaft sind. Wo schießt der denn? Hit!
Okay, echt jetzt? Da trifft er mich einfach. Ich fasse es nicht. Der Typ ist jetzt sowas von dran. Boah, wie ich ihn hasse. Wahrscheinlich hätte ich die ganz entspannt mit Asche und Keramiksplittern ablenken können. Ja, ich muss mich an dieses Stealth-Game erst noch gewöhnen. Erstmal umgucken hier. Ach. War ja klar, dass das mal irgendwann passieren musste. Ob ich den parieren kann? Boah, was für ein Drecksangriff. Okay. Komme ich ja mal gar nicht drauf klar auf den. Die Hälfte der Fähigkeitserfahrung und Zen gehen beim Tod verloren, aber in seltenen Fällen lässt sich dies verhindern. Die göttliche Hilfe der Gottheiten und Buddhas kann dich vor dem Verlust bewahren. Die Chance auf göttliche Hilfe findest du im Pausemenü. Ah, okay. Da ist auch noch einer, um Gottes Willen. Und dann verkacke ich das Parieren einfach komplett. War das ein Gegner? Nee, das ist kein Gegner. Das ist die Hahn-Gang. Huch!
Pix, Pix. Ich sollte aufhören. Ich komme hier gar nicht mehr weg. Oh. Warte, wir sind ja nicht blöd. So, auf jeden Fall muss ich mein Schleichspiel noch wesentlich verbessern. Dachte, ich schaff's rechtzeitig. Ah, der Idiot da hinten sieht mich ja immer. Dieser verfluchte Schütze. Wie weit er auch anvisieren kann, einfach. Und wie schön, dass man wieder nicht geklappt hat. Jetzt kommen die drei Idioten, da steht der Einzelne. Hat er mir die Leiche da entdeckt, ne?
Gatschins Konfekt. Der Senpu-Hohepriester gab dieses Konfekt einem Attentäter-Clan. Es macht lautlos und unsichtbar, sodass sie kaum wahrzunehmen waren. Man muss darauf beißen und die Gatschin-Haltung einnehmen, um seinen unmenschlichen Segen zu erhalten. Diese Attentäter erledigen Senpus Drecksarbeit. Einst waren sie Wächter des Tempels, doch jetzt dienen sie dem Willen der Mönche auf ihrer Suche nach Unsterblichkeit. Okay. Zu knapp, Bunke. Der hat eine ganze Kanone in der Hand. Ja, wer hätte es gedacht? War das draußen nicht weiter? Ach, du hattest auch Verstärkung. Schnapper! Inosuke-ka, Segare-yo, Waka-sama o minakatta ka no? Nanja, damatte shimotte. 腹でも痛いかの。そなたは昔から腹を下しやすかったな。まあよい。せがれよ。この鈴をそなたに託そう。若様のことを案じ作った守り鈴じゃ。この守り鈴を 仏様にお供えしておくれ。 Kuros Glockenamulett. Ein Glockenamulett, das du von einer alten Frau bekommen hast, die dich bat, es Buddha darzubieten. Glockenamulette schützen ihren Besitzer durch den göttlichen Segen Buddhas. Besitzt man das Glockenamulett eines anderen, so ist es üblich, es Buddha im Namen dieser Person darzubieten. Der Bildhauer im maroden Tempel weiß, wie man es darbietet. オッケー。伊之助、我がせがれよ。守り鈴は仏様に備えてくれたかえ。ほら、偏屈な物資がおる荒れ寺があるじゃろ。仏様ならそこにおられるでな。 Leichter Geldbeutel. Leichter Geldbeutel. Leichter Geldbeutel.
Okay, diese verrückten Hähne sind dann schon mal tot. Ich muss auf diesen Riesen aufpassen. Der müsste nämlich da oben sein. Ich muss jetzt auch noch einmal abwarten, ne? Am besten. Nee, brauche ich gar nicht. Der Shogoki. Scheiße, ich weiß nicht, ob man die nach und nach kriegt. Ich mach den da oben zuerst. Das gucken wir uns auch nochmal an, diese Keramiksplitter. Auf jeden Fall muss ich es hinkriegen, den letzten auszuschalten. Das war dämlich. Was hat geklappt aus unerklärlichen Gründen?
So, kann ich mich jetzt hier endlich mal in Ruhe umsehen? Oder zumindest irgendwo runterfallen? Hier war der Riese, ne? Ich glaube, hier war der Riese in dieser Ecke. Hier unten war nichts. Wie komme ich denn jetzt hier wieder weg? Alles klar, so schon mal nicht. Wie wäre ich denn da wieder weggekommen? So, hier war nichts mehr. Da haben wir noch Kügelchen. Da war auch nichts mehr. Tja, vielleicht soll ich da lang gehen für diesen komischen Kanonenkugel. Schützen, Freak. Hab aus Reflex L2 gedrückt. Schwarzes Schießpulver. Diese schwarzen Körnchen sind eine Rohform von Schießpulver, kann für alchemistische Prothesenmodulverbesserung, einschließlich solchen mit Schießpulvern und okkulten Mächten genutzt werden. Für diese einfachste Form des Schießpulvers gibt es viele Anwendungen. Hervorragend. Hier ist ein Baum zu einer Halbinsel, hätte ich fast gesagt. Money. Das Loot. Was ist hier oben noch? Nix. Okay. Oh, ich finde das ja toll, ey. So, also wieder hier hin.
hier hin, da käme ich dann dahinter. Hier komme ich auch weiter. Da auch, da komme ich aufs Dach. Okay. Gut, gehen wir mal auf diesen Baum. Mibu Eigentumballon. Ein Mibu-Ballon voll Urquellwasser, getränkt mit den Segen des Glücks. Wenn man den grünen Mibu-Ballon zum Platzen bringt und betet, erhalten alle, auf die sein Wasser spritzt, eine größere Chance, Objekte zu erhalten. Mibu bedeutet Wasserleben oder im Wasser geborenes Leben. Die Yoshida halten das Quellwasser selbst für anbetungswürdig. Mehr Objekte erhalten. Eisenschrott. Eisen, das in der Schiene abgebaut wurde. Es wird häufig zur Verstärkung eingesetzt und kann als Grundmaterial für Verbesserung von Prothesenmodulen dienen. Tiefer Schnee und karges Land belasten der Schiene. Das Eisen, das dort gewonnen wird, ist alles andere als roh. Das macht schon was her. Ich bin eh gespannt auf Fallen etc. So, schaffe ich das mit einem Sprung oder schaffe ich das nicht? Gut, das herausgefunden zu haben. Da ist mein Buddha. Komme ich da denn hin? Aha. Gut, ich habe ja noch nichts bekämpft. Also von daher kann ich rasten. Hätte ich mir sparen können. Ich gehe nämlich einfach direkt sowieso zum Tempel. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.